Jo Leute, was geht? Euer Atlas am Start heute mit einer neuen Serie, mit der ersten Folge von Beister Will's Wissen. Ja, das ist eine Serie mit und rund um Maximilian Beister. Also die Regeln sind folgende: Wir werden uns von einem Bronze-Team rund um Beister hoch upgraden zu einem kompletten guten Gold-Bundesliga-Team, immer noch rund um Beister. Der wird uns jetzt hier die ganze Serie begleiten. Regeln sind folgende: Ein Tor von Maximilian Beister bringt 1000 Münzen, eine Vorlage von Beister 500 Münzen, ein Hattrick von Beister bringt ein Pack, je nach Stufe, ob wir ein Bronze-Team haben, Silber-Team oder Gold-Team haben schon. Gold, also immer die Packs. Dann ein Sieg bringt 500 Münzen und als Spieler eine Niederlage bringt minus 500 Coins. Ein Turniersieg bringt zwei Spieler ohne Coins und eine rote Karte von Beister. Das sind minus 1000 Coins. Ja, wir werden jetzt erstmal Fischi Fisch gegen Bene spielen im ersten Spiel. Und ja, dann würde ich sagen, ihr könnt. Und mit unserem Team werden wir jetzt auf einer Boss-Latenz spielen, Alter. Ja, dann werden wir jetzt einfach mal hier reinhauen. Gegen den Bene mit diesem Team ist ein richtig solides Team. Ich meine, unser Team, das schaut schon richtig fresh aus. Ihr könnt es leider nicht hören. Liegt einfach daran, dass ich jetzt kein. Dass wir noch nicht skypen oder so, das werden wir dann wahrscheinlich vielleicht ein bisschen ändern demnächst. Aber ja, diese erste Folge ist jetzt einfach mal ohne Bene. Wir werden wieder eine Halbzeit unterbrechen und ja, mal schauen, ob wir gegen den Bene gewinnen können mit unserem Boss-Team. Ah, Biley mit seinen overkrassen Werten. So, Chapman aus dem Beister zum ersten Mal. Beister. Beister. Schade. Zuffi. Was hast du für Spieler, Alter? Naja, also ich bin gerade mit ihm in der Party. Also ihr könnt ihn nie hören, ich schon. So, Charles stark. Ich weiß nicht, wieso es so leckt. So. Ah, und da ist Stealth und da ist Platz da. Navas. Ich meine, dass wir gegen Bene mit diesem Team verlieren, dazu ist irgendwie schon im Voraus klar zu sehen. Ja, ich weiß nicht, wie es uns dann im Gold Cup ergehen wird, die wir spielen müssen dann. Ich weiß es nicht. Ja, Silber, sagt gerade der Bene, können wir eigentlich nicht spielen, weil da sind nur Silberspieler erlaubt, soweit ich weiß. So, P. Dieser, das war that name, Alter. Brand haut den Ball nach vorne, da ist Embolo. Und dann ist Zuffi da. Und dann ist Zuffi da und dann steht es 2-0. Alter, was will ich denn machen? Mein Bene ist auch so in FIFA vielleicht ein Tick besser als ich. Aber, ja. Dann kommt natürlich noch ein Bronze-Team bei mir dazu. Ist auch ein Spieler. So, P. Oh mein Gott, das leckt einfach. Oh Mann, jetzt Powell. Powell, Mann, der Pass muss besser kommen. Sophie, keine Chance. Chapman. Beister. Oh, Jungs, spielst du gerade Pelle besser. So, deutsche Sprache, schwere Sprache, Alter, ohne Witz. So, Beister, der Abwurf war nicht gut. Chapman hat den Ball. Chapman. Schiri, es gibt den Freistoß. 16. Minute. Ohne auf die. Ja, okay. Alles klar, unsere Freistoßschützen, die sind schon echt von allerhöchster Klasse. Ja, neben auf die Linienstände, also auch noch. Ich drück extra passen. 3-4 Mal. Was macht er? Bolz den Ball. Ja. Komm. Unfassbar. Also mit diesen Spielern kannst du einen Freistoß echt in der Pfeife rauchen. Embolo jetzt.
Mbolo und Pi. Und alles ist. Ja, gut. Ich würde sagen, nicht so genial. Oh mein Gott, wie klein ist unser Tor, bitte? Das ist ja. Digga, Digga, wie groß ist denn bitte unser Torwart? Wie klein er? Digga, unser Torwart, der ist ja 1,50 oder so. Cisternos, ey. Moment, weil das ist doch dieser Mexikaner, den man. Ah ja, ich kenne ihn sogar noch. Den hatte mein Kumpel letztes Jahr in seinem Team, also mit FIFA angefangen hat. So. Und da ist. Beister. Beister. Oh, Beister. Im Strafraum. Ich will hier unbedingt ein Spieler upgraden, aber. Naja, sieht eher dann aus, als könnten wir hier. Oh nein, oh nein. Steht 3-0. Oh, so viel knapp. So, Cisternas im Tor. Rodewag. Beister. Maxi Beister. 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 Beister ist vorbei. Maximilian Beister. Beister. Oh mein Gott. Ich wollte nicht sweaten, weil. Das ist behindert, aber. Beister mit seinem starken linken. Oh mein Gott, dann spring doch hoch, Pi, Alter. Okay, es ist ein Rechts-Links-Verteidiger, aber trotzdem. Mbolo. Das geht ja so einfach. Das geht ja so einfach. Beide Spieler können jetzt schon nicht mehr. Pi läuft von vorne, vorne nach hinten. So, Chavez. Und Beister. Und Beister. Und Beister. 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 Oh Mann. Der Schuss war übertrieben schlecht. Peter drückt da einfach mal den Gegner weg. Ganz einfach. Aber dann springt er halt auch vorne mal nicht zum Kopfball. Also Pi hat, glaube ich, nicht so viel Physis. Kommt mir zumindest so vor. Aber dann ist ein Bolo da und dann ist er. Er steht wieder irgendeiner dazwischen. So, jetzt außen Beister. Wenn der jetzt läuft, wenn Beister jetzt mal läuft, ja. Und dann kommt der Pass einfach zu. Ja, nicht so, so steil, wie ich ihn jetzt eigentlich wollte. Aber, ja, die zwei Gegentore, okay. Aber seitdem, ja. Konnten wir hinten mal ein bisschen zulassen. Damian und jetzt kommt der Pass weg. Den Namen will ich gar nicht aussprechen. Und jetzt gibt es einen Freistoß für uns. Den glaube ich, werde ich jetzt einfach mal mit Beister schießen. Vielleicht. Nee. Nein, da sieht man halt mal, dass er nur 55 Freistoßpräzision hat. Nicht so perfekt. So. Und oh Mann. Mbolo. Oi, Paul. Gut gemacht, den Ball holt er sich. Schuss! Ganz einfach an den Ball gekommen. Schussversuch. Oh. Oh, wow. Ach gut. Also da muss man. Da muss man sich eigentlich nicht feiern für. Weil bei diesem Torwart, bei dem muss ich jetzt mal in der Halbzeit schauen, in dieser Folge noch, wie groß der ist. Jungs, die erste Niederlage gegen Biene ist. Ja, irgendwie vorherzusehen gewesen. Weil er hat ein gutes Team, aber Beister. Der will's nochmal wissen hier vor der Halbzeit. Beister! Maxi Beister! Und das sind die ersten 1000 Coins im Pott. Okay, stimmt. Aber wir haben theoretisch
1000 Münzen aufschreiben. So. Aufgeschrieben ist es und dann können wir auch weiter drücken. Maximilian Beister mit seinem ersten Tor. Solide. So, vielleicht können wir in der zweiten Halbzeit dann noch einen Unentschieden oder so. Irgendwie. Nicht nur das 4-1 kassieren von der Halbzeit. Oh, souverän, mein Innenverteidiger. Dann schauen wir noch kurz, wie groß unser Torwart ist und dann beende ich auch die Folge. Ich sage jetzt schon mal ciao, wenn es euch gefallen hat. 1,77, okay. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, lasst vielleicht auch ein Abo da, das würde uns unterstützen und ihr verpasst kein Video mehr. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, servus, ciao.